Was ist eigentlich wichtiger, Nvidia oder die kommende Rezession in den USA, die die gesamte Wirtschaft der USA und nicht nur der USA nach unten zieht, sondern eben auch die ganzen Konzerne nach unten zieht? Und selbst wenn Nvidia heute überragende Zahlen liefern würde, würde das nichts an den übergeordneten Tatsachen ändern. Denn eins scheint ja klar zu sein, es waren vor allem chinesische Konzerne, die auf Halde gekauft haben bei Nvidia in der Sorge, da gab es Berichte in der Financial Times drüber etc. etc. in der Sorge, dass man letztendlich dann, wenn die beiden Administrationen einen Stopp der Chiplieferungen nach China verfügt, man dann eben keine mehr hat. Also hat man so eine Art Frontloading betrieben, hat jetzt bestellt eben oder hatte bestellt, was auch immer zu bestellen war. Und selbst wenn also jetzt die Zahlen gut ausfallen, dann ist das für mich kein Anzeichen dafür, dass die Weltwirtschaft gut dasteht, alles super in bester Ordnung ist. Vielmehr ist es so, wenn die Zahlen nicht gut ausfallen würden, vor allem die Prognosen für das nächste Quartal oder unter der euphorischen Erwartung des Marktes, dann würde der Markt sein Narrativ verlieren, seine KI-Blasen-Euphorie verlieren, und das wäre ein ziemlicher Schocker. Aber schauen wir uns die Dinge an, natürlich kenne ich die Zahlen auch noch nicht, das ist ja klar. Schauen wir uns zunächst mal die ökonomischen Fakten an, bevor wir dann zum Glaubenssystem KI kommen. Hier sehen wir zunächst mal das, was heute aus den USA gemeldet wurde. Wir sehen klare Anzeichen für eine Stagflation, und das ist das große Thema. Das bedeutet, die Wirtschaft schwächt sich ab oder ist bereits in einer Rezession wie in Europa und Deutschland, oder beziehungsweise gleichzeitig steigen die Kosten der Unternehmen. Was bedeutet, dass die Margen flöten gehen? Und das ist ein Riesenthema. Hier sehen wir den Einkaufsmanager-Index für die USA heute veröffentlicht. Services kühlt sich ab auf nur noch 51, also knapp über Wachstum, während hier Global Manufacturing, also Manufacturing, weiter sich abkühlt in den USA auf 47, da also schon Schrumpfung. Und das Einzige, was wirklich steigt, sind die Preise. Schauen wir uns mal an, was S&P Global dazu sagt, die diese Zahlen erhoben haben. Hier spricht man von Cost Pressures, haben neues Momentum gewonnen, als die Input-Inflation sich beschleunigt hat, wegen steigender Energiekosten und weil die Löhne deutlich gestiegen sind. Und dann heißt es weiter, die Nachfrage der Konsumenten war lethargisch, während gleichzeitig eben dieser steigende Lohndruck und der Kostendruck durch Energie praktisch die Kostensituation für die Unternehmen deutlich angehoben hat. Das heißt, ich habe Konsumenten, die praktisch jetzt nicht mehr so richtig zulangen. Gleichzeitig habe ich höhere Kosten, also habe ich perspektivisch weniger Umsatz bei höheren Kosten. Das ist natürlich eine furchtbar gute Nachricht. Gestern hatten wir ja schon Macy's, die gesagt haben, wir sehen ganz klar seit Juni, Juli eine deutliche Zunahme, eine für uns überraschende, deutliche Zunahme der Ausfallraten bei Kreditkarten. Wir sehen heute solche Unternehmen wie vor allem Foodlocker, fällt 33%. Weil man sagt, weakening spending patterns, also die Konsumenten geben nicht mehr so viel Geld aus. Foodlocker hat dann auch Adidas und Konsorten Nike mit nach unten gezogen. Wir sehen Peloton, die praktisch in Richtung Null langsam stürzen, viele andere auch. Dann gab es auch Ausreißer wie Abercrombie & Fitch, aber die hatten im Vorjahresquartal so miserable Zahlen, dass selbst ein Elefant über diese Latte hätte springen können. Also das ist nicht so wirklich aussagekräftig. Kroger's war ganz okay, aber schauen Sie mal die Aktie von Kroger's an, die sagt auch nicht, alles ist super, aber wie auch immer, was kann man tun, wenn man aufgrund der steigenden Inflation nicht mehr mitkommt? Dann verlangt man höhere Löhne, UPS, das sind immerhin 340.000 Mitarbeiter, der bekommt jetzt ein Part-Time-Worker, bekommt $21 die Stunde, jemand, der Vollzeit arbeitet, $49 die Stunde, und wer praktisch ein UPS-Driver ist, der bekommt mal eben $170.000 im Jahr. Das verdient in Deutschland heutzutage äquivalent kein Pilot mehr, der jetzt keinen alten Vertrag hat. Also das ist schon sehr, sehr sportlich. Und was bedeutet das? Wir sehen hier, UPS bewegt täglich 3,8 Milliarden Dollar. Das sind etwa 3,8 Billion, also
Trillion müsste das dann eigentlich heißen. Das sind 5% des gesamten BIPs. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Logistiker, ein zentraler Logistiker, dem wie vielen anderen die Kosten jetzt vor allem durch steigende Löhne und wahrscheinlich auch Treibstoff und so weiter praktisch davonlaufen. Mit anderen Worten, der Inflationsdruck geht nicht weg. Gleichzeitig sehen wir aber die Folgen der hohen Zinsen. Und das ist eigentlich jetzt nicht so das Traumszenario. Das sehen wir jetzt am Immobilienmarkt in den USA. Die Hypothekenanträge auf dem tiefsten Stand seit 28 Jahren, die Hypothekenzinsen gleichzeitig, und das ist der Grund, warum diese Hypothekenanträge einbrechen, auf dem höchsten Stand seit 23 Jahren. Das heißt, wir sind in Richtung 8% unterwegs. Das bedeutet, wer eine Immobilie hat, der bleibt da sitzen. Man ist richtig gefangen in der eigenen Immobilie, weil man sich etwas anderes nicht mehr leisten kann, weil man in der alten Immobilie wahrscheinlich noch eine alte Finanzierung hat zu niedrigeren Zinsen. Und das Ganze geht so lange gut, so einigermaßen noch gut, solange der Arbeitsmarkt dasteht. Heute hatten wir die Revision der Payrolls, ich hatte das gestern schon angesprochen, nur 306.000 hätte schlimmer kommen können. Also wir haben 306.000 weniger Stellen. Jetzt hat man beim Government, hat man 52.000 nochmal aufwärts revidiert. Das heißt, wir sehen hier vor allem dann eben, die größte Gruppe sind Regierungsmitarbeiter. Also wenn man so will, jetzt nicht wirtschaftlich super produktiv. Wird dagegen Transportation, Warehousing, Business Services und so weiter, Leisure Hospitality ist nach unten revidiert worden. Und in letzter Zeit haben wir ja unglaublich viele Soft Landing Stories gehört, Artikel gelesen. Genau das Gleiche war zuletzt auf dem Niveau im Jahr 2000 und 2006. Und was dann passierte, wissen wir. Und es wird wohl auch diesmal passieren, denn jedes Mal, wenn die Zinsen schnell und stark steigen, dann kommt ein Credit Event. Das wird auch diesmal so sein, auch wenn wir Verzögerungen haben, vielleicht weil viele noch in alten Verträgen sitzen oder eben das Helikoptergeld sich noch praktisch hier oder diesen Prozess verzögert. Wir hatten heute auch Deutschland mit super schwachen Daten. Einkaufsmanager-Index, okay, Manufacturing ist jetzt auf 39,1 gestiegen von 38,8, hurra, ist immer noch tief im rezessionären Bereich, das heißt, wir sind zum Vormonat weiter geschrumpft in der Industrie, alles unter 50 ist weitere Schrumpfung. Wir sehen jetzt auch, der Dienstleistungssektor schrumpft mit 47,3, ganz ähnliches Bild in der gesamten Eurozone, ganz ähnliches Bild auch in Frankreich. Und da ist natürlich die Frage, hups, was kann da die EZB dann noch machen, was kann man tun, aber wahrscheinlich ist auch der Inflationsdruck weiterhin hoch, eine sehr verzwickte Lage. However, schon nach den deutschen Daten zu den Einkaufsmanager-Indizes sind die Renditen weltweit für Staatsanleihen deutlich gesunken. Also man sieht, da wird schon sehr auf Deutschland geguckt. Als dann die amerikanischen Daten kamen, hat sich das Ganze nochmal fortgesetzt. Wir sehen, die 10-jährige US-Staatsanleihe fällt 11 Basispunkte auf 4,2%, das ist richtig schick. Wir hatten hier positive Divergenzen beim TLT, das ist praktisch ein Anleihen-ETF. Das heißt, hier sehen wir steigende Kurse, bedeutet fallende Renditen. Die haben sich jetzt zunächst mal ausgewirkt, denn wenn eine Rezession kommt, dann fallen in der Regel die Anleiherenditen. Sicherer Hafen Anleihen ist das Thema, aber dann haben sich die Tech-Aktien gedacht, oh, ist doch schick, wenn jetzt die Anleiherenditen mal fallen, dann steigen wir. So sehen wir eine Apple 2% im Plus, eine Aktie, die wirklich im kurzen Zeitfenster schon sehr verprügelt worden war. Wir sehen eine Microsoft, eine Google, aus meiner Sicht die beste dieser Aktien hier aus dem großen Tech-Bereich, eine Meta, wir sehen eine Nvidia, die vor den Zahlen 2,3% im Plus ist, wir sehen eine Tesla, die jetzt mal wieder zulegen kann, sodass es eben der Nasdaq 100 ist, jetzt im Vorfeld der Nvidia-Zahlen, der am stärksten zulegen kann. Aber es wird sehr, sehr wichtig sein, dass dieser gute Mann hier dann vor allem im Conference Call immer wieder AI sagt. AI. Vielleicht können wir da gleich mal ein Lied anstimmen. Je öfter er AI sagt, umso besser für die Aktienmärkte. Wehe, wenn er zu wenig KI, also künstliche Intelligenz, praktisch erwähnt. Viele sagen, oder man kann sagen, der Aktienmarkt hängt letztendlich an Nvidia. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal TSM anschauen, also praktisch den taiwanesischen Konzern, bei dem Nvidia ja seine Chips fertigen lässt. Nvidia hat einen einzigen Produzenten für seine Chips, das ist TSM. Und hier sehen wir, dass die Umsatzerwartungen und Gewinnerwartungen zweimal in Folge gesenkt wurden. Hier sehen wir mal Dezember 2022.
sehen wir, dass Operating Income deutlich zurückgegangen ist, die Marge deutlich zurückgegangen ist, Revenue um 10% gefallen ist. Also alles ist gefallen, aber Nvidia wird heute das Wunder bringen. Vielleicht ist es ja so, dass sozusagen Nvidia unglaublich viel bestellt hat, weil eben zum Beispiel Chinesen oder vielleicht auch Araber sagen, hey, ich will auch KI haben und deswegen da nochmal richtig zugelangt haben. Aber was kommt danach? Das sind wahrscheinlich Vorzieheffekte und vor allem eins ist ja entscheidend. Nvidia verkauft sozusagen in einem Goldrausch die Goldschaufeln, mit denen man das Gold findet. Jetzt haben wir bisher aber jeden Beleg vermissen lassen seitens der Märkte, ob Palantir, wie sie alle heißen, auch Microsoft, dass man mit KI wirklich richtig dickes Geld verdienen kann. Das, was ja eigentlich der Auslöser für KI war. Das heißt, selbst wenn ich jetzt die Hosse eines Goldschaufelverkäufers habe, dann heißt das nicht, dass Gold das allerneueste heiße Ding ist, das die Welt verändern wird, um jetzt mal einfach in diesem Bild zu bleiben. Aber schauen wir mal, wie es rausgeht. JP Morgan sagt hier, manche erwarten jetzt 14 bis 15 Milliarden Dollar Umsatz. Wenn wir da drunter reinkommen, dann wäre das ganz, ganz böse. Wir sehen hier die Optionsmärkte preisen so zwischen 10% und 12% Bewegung in der Aktie von Nvidia ein. Und hier sehen wir mal, wie die letzten 12 Quartale waren. 24% bei der letzten Veröffentlichung der Zahlen, so muss es heißen. Das war im Mai, meine Damen und Herren, gell, als man sagte, naja, wir werden statt 6, 11 Milliarden Dollar machen, schon davor 14%. Also da geht es in der Regel schon zur Sache bei Nvidia. Und jetzt schauen wir uns mal an die Top-Tech-Aktien, nämlich 5 Stück, haben 2/3 aller Gewinne praktisch erzielt für den S&P 500. 36% alleine Nvidia. Wir haben... 36% ist der gestiegen und wir sehen, die Top 5 sind 22,8% gestiegen. Jedenfalls ist ein überragender Anteil eben der Tech-Konzerne, vor allem Nvidia. Und das hat alle mit nach oben gezogen, weil man gesagt hat, naja, also, wenn Nvidia so viele Aufträge hat, dann werden alle wahnsinnig reich mit KI. Und zwar durchgehend alle, gell? Und vor allem, wenn es irgendwie Tech draufsteht. Und so könnte man sagen, dass hier an Nvidia, an Tesla, an Microsoft und solchen Konzernen hängt der Aktien. Markt. Wir sehen, dass die Tech-Bewertungen jetzt global gesehen sogar über dem Hoch aus der Dotcom-Blase war. Und wenn wir uns Nvidia nochmal anschauen, dann ist man praktisch in fast jeder Kategorie in der obersten Perzentile von Bewertungsfragen. Also selbst im Vergleich zu den letzten Jahren von Nvidia selbst, gegenüber Tech in den USA, gegenüber Tech weltweit und so weiter und so fort. Das ist nicht billig und sollte, ja, ich betone sollte, meine Damen und Herren, dieses Narrativ verloren gehen, weil Nvidia die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllt diesmal. Und dann könnte es durchaus sein, dass wir da runterlaufen beim S&P zur Trendlinie. Bei 4200 Punkten wäre das um und bei. Und ähnliches erwartet Morgan Stanley. Da verläuft nämlich auch die 200-Tages-Linie in dieser Zone. Das wäre dann nochmal ein deutlicher Rückschlag. Wir werden sehen, was kommt. Aber eins ist ja auch klar, wenn wir zum Beispiel mal Aktien mit Anleihen vergleichen, dann sehen wir das erste Mal seit 1999, dass ich mehr Rendite für eine dreimonatige US-Staatsanleihe, eine T-Bill bekomme, als ich hier bekomme bei der Dividendenrendite des S&P 500. Das heißt, bei der dreimonatigen bin ich auf safe bei über 5%. Bei der Dividendenrendite im S&P habe ich zwar die Dividendenrendite, aber das Potenzial, aber auch das Risiko eben der Kurse. Und das war ein besonderes Problem in Sachen Risiko der Kurse jetzt zuletzt bei den Banken. Das hatte ich heute Morgen im Videoausblick thematisiert. Die sind jetzt an dieser Trendlinie erstmal abgeprallt. Sonst wäre Janet Yellen sehr concerned gewesen wieder. Jedes Mal, wenn sie besorgt war, sind die Kurse gestiegen. Hier sehen wir dieses Abprallen. Aber die Bullen müssen das verteidigen. Hängt ja alles miteinander zusammen. Die Banken leiden unter den steigenden Renditen. Die haben riesige Verluste in ihren Büchern durch die Anleihen, die sie in Nullzinszeiten gekauft haben, die aber nicht realisiert werden müssen. Aber der Konsument, der gerät zunehmend unter Wasser. Damit hängen mehr Kredite in der Luft. Die Banken haben noch das Problem dann der Commercial Real Estates, also der vor allem der Büroimmobilien, deren Belegung fällt nach Corona, deren Wert fällt. Das sind so multiple Themen insgesamt, dass man schon sehr optimistisch sein muss, wenn man sagt, wir werden einen Soft Landing erleben. Ich habe da nie dran geglaubt, glaube nach wie vor und ich glaube auch, dass jetzt die Dinge sich immer mehr aufklären.
darin in Richtung, es wird jetzt sehr schwer, zumal die amerikanischen Konsumenten jetzt dann durch die Rückzahlung der Student Loans zunehmend noch weiter unter Druck kommen. Ja, aber miese Wirtschaftsdaten haben wir gesehen aus der Eurozone. Ist jetzt Ende im Gelände bei der Anhebung der Zinsen. Die Tauben innerhalb der EZB, die also die Zinsen nicht mehr anheben wollen, die werden durch die heutigen Daten Auftrieb bekommen. 22 hatte Janet Yellen noch, nicht Janet Yellen, Christine Lagarde gesagt, also 23 wird viel besser als befürchtet. Ja, es wird immer besser, was die Wirtschaftsdaten betrifft, da hat sie völlig recht. Und Rückschlag für einige Goldenthusiasten, denn man hatte ja gedacht, dass die BRICS vielleicht eine eigene goldgedeckte Währung irgendwie rausbringen, aber das, was von den BRICS dazu verlautet wird bisher, ist sehr zahm. Da haben manche Leute wie ein Markus Kral vielleicht aus einer Mücke einen echten Elefanten gemacht. Hochinteressant, was da passiert ist oder wie wenig da eigentlich passiert. Manche haben ja sozusagen von der Änderung der Weltordnung gesprochen, aber die BRICS sind schlichtweg noch nicht so weit. Die haben nicht die Power, haben nicht die Währungen, haben nicht die Währungsräume, die das hergeben. Man hat Kapitalverkehrskontrollen im Falle von China und die anderen BRICS-Länder, vor allem wie Indien, fürchten, dass dann eben China zu dominant wird. Und abschließend, meine Damen und Herren, an Nvidia hängt jetzt der gesamte Aktienmarkt. Das muss also funktionieren. Ich habe hier einen Artikel dazu gemacht über böse Zungen und die KI-Euphorie. Also, wir haben Christine Lagarde, die EZB und die Zinsen. Wir haben, was haben wir vorhin gehabt, meine Damen und Herren? Jetzt muss ich gleich nochmal schauen. Die BRICS haben wir gehabt, genau. Langzeitgedächtnis, gell, typisch für Alzheimer. Und wir haben dann eben Nvidia, also diese drei Empfehlungen. Wir werden ab 22 Uhr bei Finanzmarktwelt über Nvidia-Zahlen berichten, was da los sein wird. Es wird viel los sein in eine oder andere Richtung. Das scheint sicher. Jetzt wünsche ich das Allerbeste. Servus, ciao.